Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Boga, aka Ackermann Boga, und heute habe ich ein neues Unboxing-Video für euch vorbereitet, und zwar von MIM Art Destructeur von meinem Bruder Maximilian aus Österreich. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange rum, sondern starten direkt. Und zwar hat mir der Ehrenbruder einfach von seiner neuesten Kollektion Art Destructeur etwas zukommen lassen. Er hat mich auf Instagram angefragt, hat gefragt, hey Bro, was ist das beste Piece aus der Kollektion, was gefällt dir am meisten und so. Ich habe gesagt, ja, der Zip-Hoodie ist ziemlich nice. Und dann hat er natürlich, dann hat er einfach gesagt, hey, gib mir deine Adresse, dies, das, ich schicke dir den zu. Ich war natürlich sehr, hat mich sehr gefreut. Und ja, das Ganze hat er einfach so gemacht als, ja, als Ehrenaktion. Der wollte nicht irgendwie, dass ich dafür Insta-Story mache, Beitrag post oder irgendwie ein YouTube-Video. Der hat es einfach so gemacht, weil er ein korrekter Typ ist. Und deswegen möchte ich euch, natürlich mache ich auch diese Instagram-Story und sowas, Insta-Post und so kommt sowieso, weil es das Mindeste ist, was ich zurückgeben kann. Und deswegen möchte ich euch heute mal zeigen, was er mir dazukommen lassen hat, und möchte mit euch das Piece begutachten und ein bisschen mal so auf die Qualität eingehen oder auf die Details und alles. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt, und zwar kommt das Ganze in so einem Farbeimer an. Und zwar verschickt er die ganzen Pieces in so einem Farbeimer. Finde ich sehr, sehr nice. Ist eine sehr geile Idee, weil, Freunde, die Kollektion, der Name der Kollektion heißt Art Destructeur, zerstörerische Kunst. Und dann hat er die geniale Idee gehabt, hey, ganz ehrlich, wir könnten doch auf diese Magnetboxen, die wir bisher immer benutzt haben, verzichten und können doch bei dieser Kollektion einfach mal Farbeimer verwenden als Verpackung. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine sehr nice Idee, es gefällt mir sehr, sehr gut. Ihr wisst, Freunde, wir haben hier schon viele geile Pieces ausgepackt von Designer-Brands, aber sowas, Freunde, hatten wir wirklich noch nie. Muss ich ehrlich sagen, ist eine sehr geile Idee. Und ich meine, wenn man das auspackt, dann hat man auch direkt Freude und man freut sich einfach, weil es halt so eine geile Idee ist. Genau. Einzigster Nachteil ist natürlich, dass halt hier drin die ganzen Klamotten ein bisschen zerknickern, aber da muss man die halt einfach bügeln. So, wir machen das Ganze jetzt auf, und zwar geht das hier an den Verschluss einmal aufmachen. Achtung. So, dann geht es hier runter und dann einfach den Deckel nach oben öffnen. Und dann, Freunde, können wir hier sehen, so, ist leer. Richtig, Freunde, weil ich konnte es natürlich nicht abwarten. Ich habe den Hoodie ausgepackt und musste ihn auch direkt tragen, Freunde. Aber nicht schlimm, ich habe alles schon vorbereitet für euch. Ich wollte euch nur kurz zeigen, das Ganze wird auch nochmal in so einer MIM-Verpackung umwickelt, eingepackt, wo halt überall so klein MIM eingraviert ist. Und jetzt kommen wir zum Hoodie, Freunde. Ich hole ihn euch schnell. So, das ist das gute Ding, was mir der Max zugeschickt hat, was auch meiner Meinung nach das beste Piece aus der Kollektion ist. Und zwar ist es der MIM Zip Hoodie. Wir haben hier auf der linken Brust ganz schlicht so einen MIM Vienna Schriftzug. Und hinten haben wir noch einen Backprint mit zwei Skeletten. Und hier unten auch nochmal der Schriftzug MIM Vienna. Die zwei Skelette geben sich gegenseitig so eine Rose, finde ich eigentlich ziemlich cool. Der Hoodie ist ein bisschen auf so Chrome Hearts angelehnt, aber finde ich ehrlich gesagt, finde ich gar nicht schlimm. Chrome Hearts ist halt aktuell ein bisschen modern so, ist halt gerade im Trend. Und da hat er sich halt ein bisschen inspirieren lassen, aber ehrlich gesagt, also ich finde es gar nicht schlimm. Und ich meine, ja, er gefällt mir einfach. Also nicht umsonst habe ich gesagt, Bro, schick mir den zu. Auf jeden Fall gehen wir hier nochmal auf die Details. Also nur so, wer halt Chrome Hearts feiert und nicht irgendwie 1000 Euro für einen Hoodie ausgeben möchte, kann natürlich hier auch zu diesem greifen als Alternative. Dann kommen wir zu einem, ja, auch Highlight, würde ich sagen, und zwar an dem Zip, an dem Verschluss, hat er einfach auch den Zip wie eine Wäscheklammer gemacht. Also es ist so eine Wäscheklammer, werde ich euch auch mal zeigen. Hier, das ist wie eine Wäscheklammer, wo hier nochmal MIM eingraviert ist. Also eine sehr gute Idee. Und ihr merkt schon, er denkt sich wirklich was bei den Kollektionen, und das macht er nicht nur bei dieser Kollektion. Ich muss aber ehrlich sagen, bei der Kollektion, bei Art Destructeur, hat er es wirklich sehr gut umgesetzt. Da hat er vielleicht auch so die Mittel gehabt, es umzusetzen mit dem Farbeimer, mit hier dieser Wäscheklammer. Also sehr kreativ ist er da gewesen. Bei den anderen davor hat er sich auch immer eine Geschichte zu den Pieces überlegt und sowas, wie er halt auf diese Designs gekommen ist und so. Und das macht er halt auch jede Kollektion, und das appreciate ich auch. Das ist eine sehr coole Sache, was er da macht. Nur bei diesem Zip-Hoodie hier mit dieser
Wäscheklammer, sehr gut gelungen, sehr geile Idee. Dann haben wir noch an den Ärmeln so ein paar Flaves, ein paar Risse, was ich auch ziemlich nice finde. Wie ihr sehen könnt, geht es hier auch ein bisschen auf, ist ein bisschen gerissen, finde ich sehr geil. Sind halt kleine Details, die mir sehr gefallen. Das gleiche auch an der Kapuze, hier kann man es auch nochmal sehen. So. Sind halt Kleinigkeiten, die ich halt auch sehr cool finde, die man halt gar nicht so auf Instagram, auf den Produktbildern, auf der Beschreibung sieht. Jetzt werde ich das Ganze auch mal kurz anziehen für euch. So sieht das Ganze aus, angezogen, wenn man halt sitzt. Und ich muss sagen, es fühlt sich sehr gut an. Also ehrlich, ich finde den Fit vom Hoodie mega nice. Ich trage jetzt hier gerade eine Größe XL und ich muss einfach sagen, dass der Fit richtig gut ist. Ich glaube, ihr könnt es auch erkennen im Video. Kapuze finde ich auch nice. Wie ihr sehen könnt, also der Hoodie fittet extrem geil. Ich finde ihn auch bequem. Ich finde den Stoff cool. Die Qualität ist wirklich besonders. Und ich bin wirklich zufrieden und wirklich dankbar. Falls du das sehen solltest, Max, ich danke dir vielmals. Und an alle, die sich auch so einen geilen Hoodie kaufen wollen oder irgendwas anderes aus der Kollektion. Freitag in 2 Tagen. Ich glaube, das ist der 24. oder? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall der Freitag, der jetzt kommt, um 19 Uhr, gibt es einen Retouren-Drop. Wenn ihr Glück habt, Freunde, dann ist noch was dabei. Ihr müsst natürlich schnell sein. Checkt auf jeden Fall MIM Vienna auf Instagram ab. Werde ich euch unten verlinken. Checkt auch Maximilian, den Bruder, ab auf Instagram. Der wird bestimmt auch noch einiges dazu posten. Werde ich euch auch verlinken, unten in der Videobeschreibung. Und ja, Leute, also ihr könnt mir gerne mal eure Meinung schreiben zu dem Hoodie. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, ob ihr euch was gekauft habt vom MIM oder was ihr euch kaufen wollt oder welches Piece ihr am besten findet. Meiner Meinung nach, wie gesagt, finde ich diesen Hoodie hier sehr, sehr cool. Ich hatte ihn auch schon an und ich mag den Hoodie einfach. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, dann würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal, schaltet die Glocke ein und ja, Freunde, ihr wisst Bescheid. Am Freitag in 2 Tagen MIM Vienna Retouren Drop. Checkt das gerne ab, Freunde, um auch so einen geilen Zip-Hoodie zu bekommen wie ich. Ich finde, es hat so Chrome Hearts Vibes, so Rocker Vibes und so und ich mag sowas halt sehr. Deswegen, Leute, wenn euch das auch gefällt, einfach abchecken. Und ja, Freunde, ansonsten bleibt gesund. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Euer Boga, haut rein, Freunde. Peace!